In der Notaufnahme der Klinik am Südring haben Schwester Nancy und Dr. Urs Heinemann Dienst. Nachdem den ganzen Tag über reges Treiben herrschte, ist gerade etwas Ruhe eingekehrt. Doch dann fallen die nächsten beiden Patienten dem Klinikteam gewissermaßen vor die Füße. Oh, was ist denn? Warte mal. Okay. Okay. Hallo. Kennst du mal einen Rollstuhl? Rollstuhl? Guck mal, Rollstuhl? Ja. Kannst du auch einen Rollstuhl holen? So, was ist? So, was ist mit ihm passiert? Ich wollte ins Krankenhaus bringen und bin dann gegen den RTW gelaufen. Okay. Können Sie aufstehen? Ja, ich kann. Vorsichtig, ich helfe Ihnen gerade. Wie ist denn Ihr Name? Vorsichtig. Michael Lumpe. Okay. Können Sie sich einmal hier reinsetzen? Ist Ihnen schwindelig oder so? Okay, wir gehen erstmal rein. Beide Personen hatten Kopfverletzungen, wobei mir direkt auffiel, dass bei der Dame diese Kopfverletzung wahrscheinlich schon ein bisschen älter war. Es ist ein Hämatom, es blutete nicht, sah auch nicht frisch aus. Bei dem Herrn allerdings war auch ein richtiger Cut oberhalb der Augenbraue. Ja, da brauchen wir auf alle Fälle ein CT. Nee, ja. Doch, doch. Mir geht's gut. Ich möchte wirklich eigentlich nur nach Hause. Sie sind ziemlich kräftig, so wie es aussieht, ziemlich kräftig dagegen gedonnert. Ja, aber das war gar nicht schlimm. Wir müssen ausschließen, dass unter Umständen eine Blutung im Gehirn ist. Oh Gott. Das müssen wir ausschließen. Okay, gut. Kannst du nicht einfach heim? Nee, bleiben Sie mal hier. Wir müssen auf alle Fälle den Kopf noch untersuchen. Ne? Ich gucke erst mal hier nach Ihrem Partner. Gut. Legen Sie sich bitte mal hin. Genau. Da oben, das ist auch nicht so besonders gut. Sind Sie irgendwie verwandt oder wie sieht das aus? Wollen wir da eine Wand zwischen machen? Weil normalerweise legen wir... So lange. Ja. Okay. Gut. Achtung, den Kopf einmal nach oben. Gut, guckst du mal nach dem Blutdruck dann. Okay. Christian, misst du den Blutdruck? Mal die ich würde dann bitte oben mal sauber weit machen. Aufmachen. Gut. Nein, zu hier sehen, zu mir. Hier rüber sehen. Nach oben. Nach unten. Okay. Gut. Da müssen wir gleich das Glas rausmachen. Tut das weh? Nee, das tut nicht weh. Oder das? Nein, das tut nicht weh. Okay. Also, ich habe jetzt gerade nicht so richtig verstanden. Gehören Sie jetzt irgendwie zusammen oder gehören Sie nicht zusammen? Ja, wir kennen uns noch nicht so lange. Sie kennen sich noch nicht. Wollen Sie da eine Wand jetzt dazwischen haben oder wie sieht das aus? Nein, ist okay. Oh, könnten Sie mir noch mal den Namen sagen von Ihnen? Michael Lompe. Lompe. Und bei Ihnen? Steffi Heizer, Steffi. Hä? Ich denke Jeanette. Was? Nein, Steffi. Das hast du. 180 Sitz. Mein zweiter Name ist Jeanette, das hast du vergessen. Als wir die beiden Patienten dann im Schockraum aufgenommen haben, hat der Arzt nach dem Namen der weiblichen Patientin gefragt. Sie antwortete dann mit dem Namen Steffi, was den männlichen Patienten dann ganz verwirrt hat. Und da war uns klar, da kann irgendwas nicht stimmen und es sollte noch sehr interessant werden. Alles gut, es ist nicht so schlimm, wie sie aussieht. Genau. Das sind die Töchter jetzt. Die Töchter. Haben, genau, die hatten wir angerufen lassen. Gut, ja. Okay. Er hat sich am Spiegel gestoßen vom Auto. Ja. Nicht? Und er hat auch oben das Glas, das muss ich jetzt gleich rausmachen. Und seine Partnerin, die kommt jetzt erstmal zum CT, die hat auch einen Schlag gegen den Kopf gekriegt. Nicht? Mhm. Und da müssen wir mal sehen. Wer ist das denn überhaupt? Papa, wer ist diese Frau? Es ist eine Kollegin von mir. Wie ist das denn eine Kollegin? Kollegin. Ja, eine Kollegin. Die haben wir aber noch nicht gesehen. Moment mal. Ist das nicht, woher haben Sie den Bademantel? Ist es nicht der Bademantel, den ich dir mit Mama vor 6 Jahren zu Weihnachten geschenkt habe? Ja, wir haben ein Shooting gemacht. Ja, warum hat sie den Bademantel sie an? Sie kann schon mal. Was für ein Shooting? Das ist doch Blödsinn. Was für ein Shooting? Geben wir jetzt mal ein bisschen Ruhe einkehren wieder. Wir würden gerade erstmal die Wunde sauber machen, ja? Okay. Zunächst gilt es für das Klinikteam, die durch die Brille entstandene Schnittwunde am Augenlid des Mannes zu versorgen. Die Verletzung sieht nicht besonders schlimm aus. Doch gleich wird sich zeigen, mit dem Auge des Familienvaters stimmt etwas nicht. So, geht's? Aber kannst du mir jetzt mal bitte sagen, wo das Shooting war, wo hat das stattgefunden? Wir haben einfach nur so ein paar Bilder gemacht. Ja, einfach nur so, warum? Ja, jetzt reicht es ja auch, das ist gut. Hey, was schlagen Sie hier so um sich? Schatz, siehst du das? Ja, Ihre Tochter steht hier an der Seite. Haben Sie Schwierigkeiten im Sehen? Nicht gesehen, tut mir leid, Schatz. Haben Sie Schwierigkeiten im Sehen? Ja, ich habe sie jetzt nicht gesehen. Mal gucken, Moment. Früher schon mal Probleme gehabt im Sehen? Nein, gar nicht. Gut, gar nicht. Gucken Sie bitte mal hier auf meinen Finger. Sehen Sie den Finger hier? Nein, ich sehe gar nichts. Das heißt, wie Finger sind das? Ich sehe nichts. Aber kannst du mir so einen Anfang geben? Ich kann nichts sehen. Warum merkt er das denn erst jetzt, dass er nichts sieht? Aber was sehen Sie jetzt? Das Licht? Nein. Mal Augen mal ganz weit aufmachen.
Dadurch, dass er seine Tochter nicht gesehen hat auf der linken Seite, fiel mir relativ schnell auf, dass sein Gesichtsfeld eingeschränkt ist. Das kann mit der Geschichte, mit der Krankengeschichte zusammenhängen. Was natürlich jetzt im Endeffekt dann die Ursache war, das war mir anfangs natürlich nicht klar. Ist das, wird das denn wieder? Ist das schon länger? Das müssen wir abklären. Nein, nein, ich habe das ja jetzt gerade erst gemerkt. Gut, das kann natürlich sein, eine Blutung, jetzt durch den Schlag da oben. Und das kann ein Aneurysma sein, das kann auch mal ein Tumor sein. Aber CT? Wird, müssen wir CT machen, auf alle Fälle. Das wird wieder, oder was? Ich muss mich um meine Töchter kümmern. Das kann ich Ihnen nicht sagen, das hängt davon ab, was es ist. Ja, aber es muss werden. Es muss werden. Ja. Hm? Wer von Ihnen beiden nimmt die Brille mit? Das ist ja auch jetzt völlig unrelevant. Ich möchte jetzt erstmal wissen, wer diese Frau ist. Ich meine, ganz ehrlich, Mama ist vor 5 Jahren gestorben und da trägt jetzt diese Tussi deinen Bademantel. Jenny, das ist mal gut. Nee, nein, ich entschuldige mich für meine Schwester. Also unsere Mutter ist vor 5 Jahren an Krebs gestorben und das war ziemlich heftig für uns alle. Okay, gut. Genau, dann wir können dann einmal zum CT fahren. Zum CT fahren. Es kam dann heraus, dass Herr Lunk auf einem Auge nichts mehr sehen konnte. Er erzählte uns, dass er eigentlich früher immer gut sehen konnte. Es muss also ein akutes Ereignis aufgetreten sein. Deswegen musste das abgeklärt werden. Das war in diesem Fall eigentlich nur über ein CT möglich. Da ist Ihre Begleitung noch mal. Michael, Sie schon wieder? Sie sind schuld, dass mein Vater blind ist. Ich? Ja, Sie. Ich hab doch gar nichts gemacht. Doch, Sie haben den Bademantel an. Ja, aber das hat ja damit nichts zu tun. Der Michael, der ist von allein, also die Brille ist da kaputt gegangen. Ich kann da wirklich gar nichts zu, oder? Warum sich gar nicht hier irgendwie rausreden? Papa, was soll denn das? Die hat ihr... Guck mal, wie die überhaupt aussieht. Was soll denn das? Nee. Hast du was gesagt? Das... Ja, mein Gott. Hast du es gesagt? Es ist eine Escort-Lady. Ach, du weißt, ja. Also, du hast dir eine Frau gekauft? Jetzt klicken wir uns auch erstmal an. Wir fahren am besten erstmal zur Untersuchung. Warte erstmal. Sie ist jetzt. Kommt wieder zurück. Ja, das klären Sie am besten alles später. Gut, stimmt. Das ist ja alles so peinlich. Bitte mal mit rein. Dr. Urs Heinemann lässt sich von diesen zwischenmenschlichen Ausschweifungen nicht aus der Ruhe bringen. Für den erfahrenen Mediziner ist es vielmehr wichtig, die Ursache für die Kopfverletzung zu klären. Die Bilder des Schädelscans zeigen, dass es sich glücklicherweise nur um einen Bluterguss an der Stirn handelt. Doch wie es dazu gekommen ist, klingt ziemlich kurios. Können Sie mir noch mal genau erklären, warum, wie sich das da oben zugezogen haben? Naja, also ehrlich gesagt, so genau weiß ich das nicht mehr. Ich bin Escort-Lady, muss ich sagen. Ich mache das hobbymäßig und ein bisschen Geld verdienen. Das ist halt immer schön, wenn man Nebenverdienst hat. Und ich kann das Geld eben gut gebrauchen. Den Michael, den habe ich dann kennengelernt. Und er hat mir gefallen und da habe ich direkt zugesagt. Und dann hat er mich nach Hause eingeladen und haben uns ausgezogen. Wir hatten Sex und es war halt sehr innig und... Ja, hat er denn nichts gesagt? Also, nein, so weit sind wir nicht gekommen, weil also es meine ist Schwester nicht so peinlich, wollte... Herr Doktor, aber ich bin, also wir hatten Sex und ich bin dann gegen die Wand geknallt mit dem Kopf, als er dann einen Orgasmus hatte. Das tut mir wirklich leid, der ist da so und dann hat er und ich bin dann irgendwie nur noch nach hinten und mir war es dann ganz übel und dann war es mir schlecht und ich habe dann nur noch Sterne gesehen. Das war... Gut, dann legen Sie sich mal hin. Ob bei dem zweifachen Vater das Techtelmechtel langfristige Schäden nach sich ziehen wird, soll sich jetzt zeigen. Der 48-Jährige kann auf dem linken Auge nichts mehr sehen. Auf den Bildern seines Kopfes erkennt der Arzt die Ursache. Nach dem Bild hier zu sehen, haben Sie im Auge einen kleinen Bluterguss. Okay, und das... Der sich aber wieder auflösen wird. Okay. Das kann halt bei so massiven Orgasmus und so weiter, kann das halt mal passieren. Okay. Ne? Ich vermute, dass dabei passiert ist. Sie hatten wahrscheinlich die Augen zu, deswegen ist Ihnen auch nicht aufgefallen, dass Sie plötzlich nur noch mit einem Auge sehen. Ich habe mich total erschrocken. Das Gehirn schaltet das halt aus, dass das nicht so auffällt, dass es nicht so stört. Okay. Sollen wir Ihre Töchter jetzt mal hier reinkommen lassen? Sie müssen auf alle Fälle bei uns bleiben. Ja, ich denke schon, weil ich muss jetzt, ist mir eh schon alles unangenehm und peinlich, weil vor 5 Jahren ist meine Frau an Krebs gestorben. Ja. Und ich muss Ihnen das jetzt auch erzählen, damit die da nicht ein falsches Bild mehr von mir haben. Für uns ist das
wir haben Verständnis dafür, ne? Aber ich denke, dann kannst du die Züchter mal eben reinholen. Okay, mache ich. Ne? Es ist ein Ammenmärchen, dass man sagt, beim Onanieren würde man erblinden. Aber in diesem Falle hier wäre beim richtigen Geschlechtsverkehr fast genau das passiert, dass der Proband erblindet. Das war alles gar nicht so geplant. Ihr wisst, als Mama gestorben ist vor 5 Jahren und ich habe Mama sehr geliebt, das wisst ihr auch, und ich vermisse sie unendlich. Aber ich bin halt alleine und ich habe schon mal versucht, jemanden kennenzulernen und ich bin nicht der Dater, ich kriege das einfach nicht hin. Ich habe mich da so blöd angestellt und der Kumpel, der Tobi, zu mir sagt, Mensch, ich kenne da jemanden, ruf da doch mal an, mit der kannst du das so ein bisschen üben. Wir haben uns auch getroffen und wir waren lecker essen, haben uns unterhalten, es war richtig, richtig angenehm und schön. Und auf einmal ist da einfach mehr passiert. Ihr sollt kein falsches Bild von mir haben. Ich vermisse Mama immer noch. Und es fällt mir auch alles schwer, jetzt auch hier zu sagen. Ihr Vater, Sie wissen jetzt, die Geschichte kennen Sie jetzt. Ihr Vater muss jetzt erstmal hier bleiben. Er hat also, es hat sich fest herausgestellt, dass er im Auge einen kleinen Bluterguss hat. Sehr wahrscheinlich, also mit 90%iger Sicherheit wird nichts zurückbleiben, sodass er nachher wieder ganz normal sehen kann. Nachdem der Bluterguss abgeschwollen war, konnte der 48-Jährige wieder normal sehen. Auch die Escort-Lady war schnell wieder auf dem Damm und durfte am nächsten Tag nach Hause gehen. Weitere Treffen der beiden gab es nicht. Der alleinerziehende Vater will sein Glück nun lieber auf anderem Wege finden und hat sich in einem Tanzkurs für Singles angemeldet.